Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen zum Deutschunterricht für die vierten Klassen Mittelschule für das 9. bzw. für das 12. Lernjahr. Heute sprechen wir über freiwillige Organisationen. Das sind unsere Lernziele für heute. Wir nennen einige der freiwilligen Organisationen. Wir beschreiben Aktivitäten von freiwilligen Organisationen. Wir nennen und beschreiben verschiedene Möglichkeiten des ehrenamtlichen oder freiwilligen Engagements. Eine freiwillige Organisation können wir wählen und die Wahl begründen. Und wir können über die eigenen freiwilligen Tätigkeiten sprechen. Wie bisher braucht ihr für diese Stunde wiederum etwas zum Schreiben und natürlich ein Gerät mit Internetzugang. Ihr könnt ja auch jederzeit eine Pause machen. Diese Videolektion fangen wir mit diesem Bild an. Eure Aufgabe ist mal, das zu beschreiben und vielleicht zu erklären, was diese Symbolik hier bedeutet. Na, wie ihr wahrscheinlich geschrieben habt, hier ist es. Hier kann man verschiedene Hände sehen, in verschiedenen Farben. Eine braune große Hand, die und kleine Hände, die da rum sind. Das heißt, man hilft einander. Man hilft der großen Hand oder vielleicht hilft die große Hand den kleinen Händen. Also das hier ist Symbolik für Hilfe, für Freiwilligen. Für das freiwillige Engagement oder ehrenamtliches Engagement. Und darüber, wie schon gesagt, sprechen wir heute. Die erste Frage ist, welche freiwilligen Organisationen kennt ihr? Denkt mal drüber nach. Was gibt es? Kennt ihr das hier? Caritas oder Rotes Kreuz? Ärzte ohne Grenzen. Ich nehme an, die sind alle bekannt und mehr oder weniger wisst ihr, worum es geht. Es gibt auch Freiwillige Feuerwehr, die gibt es ja fast in jedem Dorf bei uns in Kroatien. Vatrogasce. Tafeln, was wäre das? Eine Tafel ist so wie ein Tisch, ein langer Tisch mit Speisen. Und das wird immer meistens für Menschen organisiert, die wenig zu essen haben oder gar nicht zu essen haben. Und dann können sie kommen, zum Beispiel am Sonntag, und kostenlos oder um etwas Geld, für etwas Geld, ein bisschen Geld zu bezahlen, also essen. Oder man kann auch in einem Tierheim auch arbeiten, in verschiedenen Vereinen. Das sind alles freiwillige Organisationen. Oder als Schule, als freiwillige Organisation. Man darf ja in der Schule auch arbeiten. Und auf den folgenden drei Folien lernst du einige mögliche Projekte, an denen du vielleicht teilnehmen könntest, wenn du die Lust darauf hättest. Aber deine Aufgabe ist zuerst mal diese Anzeigen zu lesen und eine passende Überschrift für jeweilige Anzeige zu finden. Du kannst, wie schon gesagt, zuerst alleine lesen und dann lese ich. Also bitte das Video stoppen, lesen. Und jetzt lese ich. Du möchtest gerne Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung betreuen. Bei uns kannst du es machen. Deine Hauptaufgaben sind vor allem die Betreuung und Freizeitgestaltung unserer Schützlinge. Du gehst mit ihnen ins Kino oder einkaufen, organisierst verschiedene interessante Aktivitäten wie Musik- und Bastelnachmittage oder zeigst ihnen, wie man am Computer arbeitet. Ausflüge in die Umgebung kannst du auch organisieren. Du hilfst ihnen auch beim Zubereiten der Mahlzeiten oder Aufräumen. Das Wichtigste ist jedoch, ihnen einfach Gesellschaft zu leisten, etwas vorzulesen oder einfach zuzuhören.
und versucht jetzt eine entsprechende Überschrift zu finden. Mein Vorschlag wäre sowas: Körperlich und geistig behinderten Menschen das Leben verbessern. Oder nur behinderten Menschen das Leben verbessern auch. Dann weiter. Die zweite Anzeige. Bitte das Video stoppen und den Text lesen und eine Überschrift finden. Gut, also. Du beherrschst gut Fremdsprachen, vor allem Deutsch und Englisch. Unterstütze dann unser Projekt in Bilbao, Spanien, indem du sozial benachteiligten Kindern eine Fremdsprache beibringst. Außerdem planst und organisierst du mit unserem Team Freizeitaktivitäten und Spiele für die Kinder. Du sollst die Kinder auch betreuen. Dabei bist du aber nicht allein, denn unser Team unterstützt dich auf Schritt und Tritt. Du möchtest auch manchmal ganz alleine sein. Kein Problem, denn dir steht genug Freizeit zur Verfügung, um deinen Interessen nachzugehen. Zu guter Letzt, nicht nur Kinder lernen eine Fremdsprache, sondern auch du, denn du kannst an einem Spanischkurs teilnehmen. Wie würde eine passende Überschrift lauten? Zum Beispiel: Fremdsprachenunterricht für Kinder und dich in Spanien. Oder Fremdsprachenunterricht für spanische Kinder und für dich in Spanien. Oder ähnlich. Oder nur Fremdsprachenunterricht für Kinder wäre auch gut. Gut, und die dritte und die letzte Anzeige. Wiederum stoppen, lesen und eine Überschrift finden. Und los geht's. Delfine gehören zu deinen Lieblingstieren. Weltweit werden sie immer mehr bedroht. Du kannst ihnen helfen und dabei wunderschöne Zeit in Kroatien verbringen. Mit deinem Engagement hilfst du beim Schutz der Delfinpopulation in einem empfindlichen Ökosystem. Zuerst bekommst du Informationen über diese Meeressäuger und das Ökosystem der Adria. Du lernst auch, welche Delfinarten es gibt und kannst sie voneinander unterscheiden. Bearbeitung der Forschungsdaten wird dir auch beigebracht. Du wirst auch viele Aufgaben haben, wie Delfine zu beobachten, Daten einzutragen und andere Menschen über diese Tiere und deren Bedeutung für das Ökosystem aufzuklären. Was wäre vielleicht eine passende Überschrift? Zum Beispiel Tierschutz an der Adria oder Delfinen helfen und über sie aufklären oder sowas ähnliches. Und jetzt üben wir ein bisschen den Wortschatz zu diesen drei Texten. Eure Aufgabe wäre nun mal Paare zu finden. Also hier habt ihr 12 Vokabeln und daraus bildet ihr 6 Paare. Hier sind die Lösungen. Also auf Schritt und Tritt bedeutet ständig, die ganze Zeit. Das kann heißen auch überall hin. Also auf Schritt und Tritt. Das war Konkoraku. Bedroht oder gefährdet. Biti ugrožen. Dann unterprivilegiert und benachteiligt. Benachteiligt und unterprivilegiert. Je neko konema jednake mogućnosti kao i mi drugi. Dann betreuen oder sich kümmern. Brinuti se o nekome ili za nekoga. Behindert oder gehandicapt, osobe sa različitim stupnjevima invaliditeta, freiwillig und ehrenamtlich, dobrovoljno nešto raditi. Međutim, postoji razlika između freiwillig und ehrenamtlich, darüber sprechen wir noch.
Gut. Und jetzt haben wir gesehen, okay, freiwillig helfen. Eure Aufgabe ist hier, euch eine Internetseite anzuschauen, ein bisschen durchzustöbern. Es gibt ja sehr viele Vorschläge und sehr viele Projekte hier. Und unter diesem Kurzlink bit.ly freiwillig 1 findet ihr diese Projekte. Nun zu schreiben, wie kann man vielleicht Menschen helfen oder Tieren oder einfach der Natur. Hier kann auch stehen, wie kann man Kindern helfen, egal. Hauptsache, er findet verschiedene Projekte, die hier passen würden. Und ergänzt diese Sätze. In dem Mann hatten wir schon način da, jel da ovaj prijevod bi bio. Znači, možemo pomagati ljudima na način da ili tako da bi bio prijevod ovoga in dem. Also hier einfach stoppen, die Sätze abschreiben und dann das passende Projekt finden. Hier habe ich einige Vorschläge, die ich dort gefunden habe auf dieser Seite. Zum Beispiel, man kann Menschen helfen, indem man ihnen einen Gemeinschaftsgarten anlegt. Gemeinschaftsgarten, wie wir sagen, wird različitim stupnjevima invaliditeta ili recimo djeca ili neka zgrada ili stariji ljudi i slično. Oder man kann Tieren helfen, indem man Biologen und Umweltschützer in ihrer Arbeit unterstützt. Vielleicht habt ihr auch die gleichen gefunden Projekte wie ich. Man kann der Natur helfen, indem man Strände vom Müll säubert. Das glaube ich war in Spanien. Gut, und na, bisher haben wir gesagt, wo wir helfen können, wie wir vielleicht helfen können, wem wir helfen können und so weiter. Und auch Projekte konnten wir finden, welche es gibt in ganz Europa. Hier habt ihr jetzt aber eine weitere Aufgabe, und zwar Argumente oder mindestens ein Argument für oder gegen freiwilliges Engagement zu finden und aufzuschreiben. Das ist sogleich eine kleine Übung für die Abiturprüfung. Also wiederum stoppt das Video und findet ein Pro- oder ein Gegen- und ein Gegenargument. Und mal sehen. Also mein Beispiel wäre folgendes. Pro-Argument. Man hilft Menschen, die unsere Hilfe brauchen und auf irgendeine Weise benachteiligt sind. Wie zum Beispiel, man unterrichtet Kinder, die sich keinen Deutschkurs leisten können, Deutsch. Oder gegen wäre zum Beispiel, viele Menschen sind heute in Eile und haben einfach keine Zeit, sich um andere Menschen ehrenamtlich oder freiwillig zu kümmern. Dafür gibt es genug bezahlte Fachkräfte und sie sollten das tun, wie zum Beispiel Ärzte. Es wäre gut, immer in einem Argument auch ein Beispiel anzugeben, damit man genau weiß, was man sagen wollte. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht im Detail, vielleicht ein bisschen später. Und am Ende dieser Lektion möchte ich mit euch noch ein bisschen diesen Unterschied zwischen Ehrenamt und Freiwilligendienst aufgreifen. Ihr habt hier verschiedene Ausdrücke und eure Aufgabe ist, sie mit einem oder mit dem anderen Ausdruck, beziehungsweise mit beiden vielleicht, zu verbinden. Gut, also freiwillig passt zum Ehrenamt und zum Freiwilligendienst. Denn es ist freiwillig, dobrovoljno. Beide sind freiwillig. Wo bekommt man Taschengeld und Lebenshaltungskosten? Das gehört zum Freiwilligendienst. Zum Beispiel man macht ein freies soziales Jahr irgendwo in Deutschland und hilft Menschen oder Kindern
oder irgendjemandem und dafür bekommt man etwas Geld. Also man macht es jetzt nicht geldlos oder ohne Geld. Dann haben wir unentgeltlich. Was könnte das bedeuten überhaupt? Das bedeutet einfach ohne Geld. Und das passt zum Ehrenamt. Also Ehrenamt wird freiwillig gemacht oder ehrenamtlich heißt es freiwillig und man wird dafür überhaupt nicht bezahlt. Man bekommt kein Geld. Dann haben wir für junge Menschen bis 30 Jahre ist das Ehrenamt oder Freiwilligendienst. Vorwiegend ist das Freiwilligendienst. Also im Freiwilligendienst können Jugendliche, die aus der Schule kommen und Menschen, die bis 30 Jahre alt sind. Später dürfen sie nicht mehr in diesem Freiwilligendienst laut Gesetz mitmachen. Dann haben wir weiter, Teilnehmer werden begleitet. Das heißt, ihnen wird geholfen dabei, was sie machen. Das ist Freiwilligendienst. Wie schon gesagt, das ist eher für Jugendliche und dann haben sie meistens einen Betreuer oder einen Unterstützer, der ihnen hilft bei dem, was sie, wo sie helfen oder was sie tun. Zeitraum von 3 bis 12 Monaten. Man kann sich eigentlich entscheiden, wie lange man das machen will. Wie schon erwähnt, das freiwilliges soziales Jahr dauert ja ein Jahr. 10 Monate meistens. Aber so ein Jahr, 10 bis 12 Monate. Und das ist auch für den Freiwilligendienst gedacht. Im Interesse der Gemeinschaft. Gemeinschaft, Zajednica, oder Interesse Zajednice, das ist beides eigentlich, aber in diesem Falle, wo wir jetzt den Unterschied suchen, eher für Ehrenamt. Das heißt, das machen vielleicht ältere Menschen oder also die älter als 30 Jahre sind. Das machen sie freiwillig, nur im Interesse der Gemeinschaft und unentgeltlich, wie schon gesagt. Gut, wenn wir das jetzt erklärt haben, haben wir diese zwei Übungen für euch. Die erste Übung, Freiwillig 2, ist eine Learning App, ein Learning App Kreuzworträtsel. Und die zweite Übung ist ein bisschen Syntax, wo ihr Sätze richtig bilden solltet. Am Ende habt ihr hier eine Aufgabe. Ihr habt hier zwei verschiedene Links für Organisationen, die sich mit dem Freiwilligendienst beschäftigen oder verschiedene Projekte im Freiwilligendienst anbieten. In Kroatien, für Kroatien ist das Volunteer.hr und Freiwillig 4 ist eigentlich eine Internetseite, die in Deutschland und im Ausland verschiedene Projekte für Freiwillige anbietet. Bitte sucht, schaut euch diese Seiten an und sucht euch ein passendes Projekt für euch, was euch so anspricht. Stellt das Projekt oder diese Organisation vor und begründet eure Wahl. Warum würdet ihr gerade hier helfen? Und ganz am Ende ist die Selbstevaluation. Also seid ihr mit dieser Lektion oder damit, was ihr gelernt habt, zufrieden oder nicht? Also könnt ihr verschiedene Projekte und Organisationen für ehrenamtliches Engagement nennen und beschreiben, worum es geht? Könnt ihr Pro- und Kontra-Argumente für ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement nennen und begründen? Und könnt ihr über das eigene freiwillige Engagement sprechen? Vielen Dank für die heutige Lektion. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!